Elzig ein Jahr alt war, ist meine Familie nach Tacoma gezogen. Wir haben in einer kleinen Wohnung gewohnt. Unsere Wohnung hatte zwei Schlafzimmer, eine Küche, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer und ein Flur. Wir haben in dem Wohnzimmer gegessen, denn unsere Wohnung hatte keine Esszimmer. Ich habe in einem Schlafzimmer mit meiner Schwester gewohnt. Am Wochenende ist meine Familie zu dem Park gelaufen. Oder wenn es regnete, habe ich in die Bibliothek gelesen. In meiner Freizeit habe ich Videospiele und Schach gespielt. Und heute ich auch spiele. Oder ich spiele auch. Als ich ein Grundschüler war, ich war einen guten Student, denn ich habe jeder nach studiert. Als ich ein Schüler war, ich habe einen grauen Pullover mit blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen getragen. Ich mochte einen Anzug tragen, aber Anzüge sind sehr teuer. Als ich 8 Jahre alt war, bin ich zu ein Haus gezogen. Ich habe allein in meinem Schlafzimmer gewohnt. Als ich 14 Jahre alt war, meine Eltern haben in Puyallup gearbeitet. Und meine Schwester hatte viele Freundinnen. Ich war immer allein, denn ich habe gekocht. Ich habe mit Eiern und Pasta begonnen. Heute ich kann viele Rezepte kochen. Tacos und Pad Thai sind meine Lieblingsrezepte, aber ich mochte Italienisch und Sudanisch essen kochen. Danke.